Treffpunkt Tivoli. Das Finale mal vorweg. Nach 4 Niederlagen feiert Alemannia Aachen mal wieder einen Heimsieg. Die Gastgeber in Schwarz hier mit Dominik Ernst zu Taku Ito, doch der Japaner vergibt. Die Reaktion von Fuad Kilic, dem Trainer, durchaus bezeichnend. Seine Mannschaft mit viel Einsatzbereitschaft, mit vielen Chancen, die werden aber immer wieder vergeben, wie hier von Tobias Mohr. Die Fans auf den Rängen durchaus frustriert, Pausenstand 0:0. Zweite Hälfte, Aachen wieder mit Ito, wieder mit Mohr und wieder knapp daneben. 6.200 Zuschauer sind dabei. Die Hoffnung der meisten von ihnen lebt und jetzt wird sie auch erfüllt. Wieder Dominik Ernst zu Gödde, Philipp Gödde, 68. Minute, da ist er, der lang ersehnte Führungstreffer aus Aachener Sicht. Und wir sehen, das macht er wirklich prima. Gut mitgenommen, eiskalt, vollendet, Riesenerleichterung bei Kilic und Co. Die Düsseldorfer Zweite, angereist als eine der erfolgreichsten Mannschaften der Rückrunde, diesmal unter den Erwartungen eine der wenigen Gelegenheiten für Rüschka, gehalten von Kleinheider, Alemannia Fortuna 1:0.